Hallo? Ja, es funktioniert. Ich grüße euch, schön, dass ihr hier seid, dass ihr für uns, schön, dass ihr für uns auf uns gewartet habt. Wir haben die, vorne die Formalitäten erledigt, sind reingebeten worden, hatten ein Gespräch, in dem wir unsere Punkte vorgetragen haben. Die Petition, die wir jetzt eben abgegeben haben, wird auch auf unserer Internetseite veröffentlicht, sodass ihr alle die Punkte nochmal nachlesen könnt. Ich denke, ihr habt sie hier vorhin auch gehört. Und die Petition wird weitergeleitet. Ich werde darüber informiert, wie sie weiter vorgehen werden, weil der Herr, der das entgegengenommen hat, es nicht alleine entscheiden kann. Und ich werde euch auch darüber informieren, wie sie sich entschieden haben, mit der Petition weiter umzugehen. Entgegengenommen worden ist sie und ob sie dem Ministerpräsidenten, dem neu gewählten, direkt übergeben wird oder zugeschickt wird per Post, per Botschaftspost, werde ich erfahren. Wichtig war mir, dass wir halt gerade auch die neue Regierung bitten durften, darauf zu achten, sich für die Menschen einzusetzen und unsere Wünsche und Forderungen kundzutun. Speziell haben wir natürlich die erneuerbare Energie angesprochen, auch dass eine Firma in Osteuropa neue Kraftwerke bauen will, Atomkraftwerke in anderen Ländern neu bauen, das geht gar nicht. Wir haben auf die Menschenrechte, auf die menschlichen Schicksale hingewiesen, auf die Gesundheitsgefahren, auf die Verstrahlung, auf die Lebensmittel. Alle Punkte, die dort aufgeführt sind, konnten wir zu Gehör bringen.